Also, wir spielen jetzt. Also, I'm not sure about if it is happening, ja? Oh, wir spielen gegen Brand. Hm. Ich glaube, also es ist ein Barrier-Brand. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal ausnahmsweise, weil ich auch Bock drauf habe. Wenn man Bock auf etwas hat, dann macht man das. Dann, also wir, deswegen machen wir erstmal hier eine, man nennt es Portione della Correzione, wie man bei uns in Balkanländer sagt. Ansonsten werden wir jetzt bauen, Bröllers, aber wir werden Träne bauen. Träne ist ja jetzt, steht im Raum. Wir werden, was kostet Träne? Guck mal. Guck mal, das war's mir. Mir werden so viele Fehlinformationen zugeleitet. Mir wurde gesagt, ja, Tobi, Manami und Broken kostet nur 2,6. Falsch. 2,9. Wir werden es trotzdem bauen, trotz dieser Fehlinformationen. Aber, ja, wir dashed das. Und das macht er jetzt Ability Damage ordentlich, ordentlich. Dann gucken wir mal. Also, eine frühe Träne. Der Punkt ist halt, wir brauchen nicht unbedingt Mana auf Talon. Hast du italienische Wurzeln? Ich bin quasi ein Baum. So viele Wurzeln habe ich. Also ja. Also. Ja, braucht man eine Träne auf Talon? Ich denke nicht. Also nicht vom Mana her. Es ist nett. Es ist cool, es ist nett. So, das ist so, wenn du sagst, ja, du warst auf einem Date und es war nett. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wir müssen uns direkt wiedersehen, aber es war jetzt auch nicht unnett. So, das könnte die Träne sein. So, ne? Das müssen wir mal gucken. Ob wir Brand töten, ist halt auch die Frage, weil Brand ist halt Brand. Wir könnten halt Heal spammen, wenn wir Tränen hätte. Das könnte gehen. Wen haben wir im Jungle? Vigo. Boah, ich habe keine Ahnung von Vigo, Leute. Vigo hier, Vigo war. Ups. Brand Mitte. Cool. Cool, cool, cool. Also Barrier ist halt schon. Barrier ist schon Barrier. Ja, und die Frage ist halt, Muramana hat. Es wurde mir zugetragen, dass es 2,6 kostet. Und dass es 90 AD hat. Und ist das wirklich so? Werden wir gleich herausfinden. Werden wir. Den Rätseln auf der Spur. Oh, kennt ihr noch Mythbusters? Mythbusters. Was haben die nochmal gebastert? Die Mythbusters, die haben immer so. Was haben die denn nochmal gebastert? So zum Beispiel, ob Eisen schmelzen kann und so Sachen? Oder was waren die nochmal gebastert? Oh. Muss ein bisschen hier gucken. Ich weiß halt nicht, was Vigo kann, wenn er kommt. Aber Mythbusters haben wir damals immer ganz viel geguckt. Also ich. Also wir. Also jeder. Eigentlich jeder, oder? Das war wie X-Faktor nur ein bisschen später und ein bisschen anders. Hä, aber was für Mythos gab's denn da? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist einfach so eine Lücke. Da passieren Dinge. Ich weiß aber nicht, ob ich dahin will und kann. Ich bin about. Ja, mach nicht diesen. Fripp! Zählt das? Was? Ich hab nicht mal einen Assist bekommen. Wow! Und er kriegt einen Kill. Unfaire Welt. Unfairewelt.de bestellt worden. Wow. Wow. Das sieht man einfach. Ich wollte nicht stehlen. Deswegen bin ich nicht instant rüber. Ich dachte mir, ja, vielleicht schafft es allein. Dann wurde es aber wieder ein bisschen knapp. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich lieber rein, bevor er stirbt. Das heißt, ich wurde bestraft, obwohl ich nett gedacht habe. Nette Menschen werden bestraft. Ich habe gedacht, so, ja, ich bin nett. Aber wer kriegt jetzt wieder eher? Na doll. Richtig, die Frage ist, gehe ich jetzt gleich weg und kaufe eine Träne? Oder kaufe ich erstmal Damage? Ich glaube, erstmal Damage wäre schon cool. Wobei ja Träne Träne ist und ich sterbe gerade. Wer kriegt Damage? Ja, okay, cool. So, dann gehen wir mal in die Shoppe. Filmmüssen, zum Beispiel, ob man unter Wasser wirklich sicher vor Schüssen ist. Ach, solche Sachen waren das. Diesmal Blades! Ja, Belohnung 3000! Die diesmal Blades, eins der besten. Das sind schon, die sind schon ziemlich nice. Oh, 400. Wow, ist die günstig. Stimmt, die kostet ja nicht mehr 800. Dann kauft man die. Dann kauft man die. Guck mal, weil wir. Nee, das ist schön. Pinkboard wollte ich erst kaufen, aber dachte, nee. Dann doch nicht. Gut, ob man unter Wasser schießen, Schüsse sicher ist, ja? Gute Punkte. Cool, cool, cool. So, also wir haben jetzt super viel Mana. So, relativ gesehen. Was kostet das? Ich glaube, wir graden das aber nicht direkt auf. Wir machen das Armor Pending und dann graden wir das auf. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Das ist eine gute Nuss. Eine gute Nuss. Oh, schön. Er hat halt Double Buffs, ne? Problem ist, da kommt der Gank, aber ich weiß nicht, ob ich da. Oh, er weiß es. Er hat's gerochen. Kann ich das machen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, Sprung! Er hatte längst noch Barrier. War aber Barrier bekommen. Oh, boy. Was ist eigentlich, seit wann
ist Midlane eigentlich... Hör auf damit. Heavyso ist ja Shaco. Ich weiß halt überhaupt nicht, was er kann. Er ist Shaco? Okay. Cool. Der kommt nochmal wieder. Ob der Satisfier wirklich satisfying ist, ja, das wirst du uns ja wahrscheinlich sagen können, oder nicht? Ich denke mal schon. Sonst würde er Unsatisfier heißen, oder nicht? So, wir haben Tränen. Das heißt, wir können jetzt hier schön reinqueuen und heilen. Außer, dass mein Cooldown nicht resettet wurde. Zack, Heilung. Heilung. So, wir haben Aldi-Mate. Schön, dann gehen wir jetzt mal Aldi-Maten auf der Botlane. Ein Wort hier. Die Frage ist Bock auf Fisch. Oh, Bock auf Gin. Oh, Leute, hier ist ein Diego. Aber hier ist zu viel. Das ist zu heiß, Leute. Wenn etwas zu heiß ist, kann man sich daran verbrennen. Könnt ihr bitte aufhören, mir Damage zu machen? Hallo, hä? Drache! Was ist mit ihm? Es liegt an ihm und nicht an mir. So, dann gehen wir mal im Shoppen, zu wenig AP. Ist mir zu gefährlich, zu heiß. So, also, wir machen jetzt Erstamoy, Dish und jetzt kaufen wir Myramon, oh, dann gucken wir mal, dann haben wir auch ein paar Stacks. Wie viele Stacks kann man denn machen? Nicht so viele. Wo steht denn das? Mann, 360 oder so? Gut. Gut. 2 Wurf, 5 kostet es. 2 Wünwe. 15 Velocity, 35 AD und unsere Abilities machen halt Damage. Das ist halt die Frage. Ich meine, wir haben schon eine... Die Frage ist jetzt... Das ist halt die Frage. Boah, ist eine Frage, die ich jetzt frage. Frage ist, ob die Frage jemand beantworten kann. Also, ich werfe jetzt eine Frage in den Raum und ihr könnt sie beantworten. Muramana macht Ability Damage. Das heißt, wenn ich mit Ezreal Cure auf jemanden schieße, macht Doch, genau. Muramana ist das und Essence Revise für Auto-Attacks. So. Wenn ich jetzt jemanden zum Bluten bringe, zählt jede Blutung für Muramana? Nee, das wäre Quatsch. 5000, oder? Er hat keine Barrier. Obwohl Barrier immer ready ist, aber er hat gerade keine. Frage ist, ob er weiß, dass ich hier bin. Nee, weiß er nicht. Die Frage ist, können wir ihn töten? Ich habe noch keinen Ignite. Egal, wir machen es. Wir prime. Das reicht nicht. Ich habe nicht genug Damage. Das reicht aber. Das reicht! Schön! Da ist schon wieder Shaco. Nee, das ist mein Shaco. Hä, war das nicht gerade ein gegnerischer Shaco? Mann, ich sehe überall Shaco. Träum ich? Hallo, Rallian. So, das war ja schon mal nicht so bad. Ne? Deswegen war es auch besser, dass ich AD gekauft habe. Ohne AD hätte ich ihn halt wahrscheinlich nicht gegillt. Wobei, für Muraman Upgrade brauche ich ja auch AD, ne? So ist ja nicht. Gut. Gönnen wir uns eine Blatte. Schönen Blatte Moschaito. Und schönen Blatte Moschaito kaufen wir uns jetzt. So. Da kostet der Hammer, braucht man da. Wave clearen wir mal ein bisschen. Oh, okay, jetzt nicht. Einmal wehen wir noch. Und dann gucken wir mal, ob wir Botlane räumen oder so. Zack. Ja, nee, nehmen wir die noch mit. So, schön. Können wir Botlane? Sie wardet da. Ich habe leider keine Aldi-Mate. Ich würde aber sagen, wir farmen noch ein bisschen. Könnte sein, dass uns Brand verfolgt. Ist aber eher nicht wahrscheinlich. Wollen wir da... Ich meine, wir haben Leona... Was soll schief gehen? Was soll schief gehen? Es könnte sein, dass hier Levision drin ist. Glaube aber nicht. 10 Sekunden. Okay. Das sind so diese anderen 10 Sekunden. Aber ist gut. Schön. Wow. Ignite ist drauf und Auto-Tech. Auto-Check. War ein bisschen, aber ist schon gut. War okay. Ich würde es genau so nochmal machen. Also ich hätte vielleicht 10 Sekunden gewartet. Aber ist gut. Schön. Sollen wir 2-5? Vielleicht kriegen wir noch was. Aber ich glaube nicht 2-5. Oder? Nee. Alter, Minion-Block. Oh, da kommt Vigo-Digo. Aber ich habe Aldi-Mate. Was will er tun? Außer irgendwelche Spells, von denen ich nicht weiß, was er macht. Kann man hier eigentlich springen? Ja, cool. So. Vigo kann die Champions, die er tötet, übernehmen und hat... Passive QWE. Und Items. Okay, Crazy Sway. Sie sind. Die Spells dann alle instant ready oder? Ja, die sind alle sofort ready wahrscheinlich, ne? Okay, aber nur beim Tod. Wow. Ist das ein K.O. Cool. So, machen wir mal eben. Ich würde natürlich gerne Muramana fertig machen. Wir machen aber erstmal die Schede-R-Boots. Schede und R. Wer hat Lust auf ein Abo?
Ich? Und nur Leute, die kein K-Pop haten. Hey, niemand hatet K-Pop. K-Popper. Ist das eigentlich so ein gängiger Begriff? K-Popper? Kann man das sagen? Bist du auch ein K-Popper? Gut, wir haben Ultimate. Wir haben, wie viel CDR? 40er. Er hat Barrier ready. Was können wir tun? Wir könnten den Botlane Roam unfaken. Und gehen dann doch nicht Botlane. Und okay, cool. Alles perfekt gemacht. Seht ihr? Man hat es aber auch gesehen, weil Tonti ist so ängstlich rumgelaufen. Das hat man gemerkt. Das merkt man ja auch, wenn auf einmal die Ratten aus dem Boden kommen. Dann weiß man, dass... Also das habe ich bei Vikings gelernt. Dann weiß man, dass Gegner im Untergrund sind. Falls... Also könnt ihr euch merken, Leute. Merkt euch das. Wenn ihr eine Ratte seht, heißt das, bei euch im Keller ist ein Gegner. Gut, den nehme ich mit. Schön. So. Wie viele Mana-Stacks brauche ich denn noch? Ich brauche noch voll viele, oder? Oh, Leute. 3-1 Lucian. Omega geil. Professor Senna. Also, jetzt ist die Frage. Senna ist ja bad und er heißt Senna, auch wenn er nicht Senna spielt. Das heißt, er ist bad, oder nicht? Ja, ich hole mir den jetzt. Ich gehe mal vorbei auf ein Stück Kuchen. So, Leute. Schritt 1, Flashpot rein. Schritt 2, W drücken. Schritt 3, Ultimate drücken. Schritt 3, Auto-Tech Q. Schritt, Auto-Tech. Schön. Nee, Senna. Einfach Senna. Ich habe 3 Ratten. Was bedeutet das? Dass in deinem Keller Wikinger sind. Solltest du aufpassen. Ganz viele Wikinger sind da. So. So, wir haben jetzt Muradingsung fertig, glaube ich. Aber wir brauchen noch Staggies, ne? Aber das Item ist fertig. Aber man kann es ja schneller stacken, wenn es fertig ist, ne? So, der macht so Vigo-Dinger, irgendwelche Sachen. Der ist Level 7, Leute. Ich bräuchte den nur berühren. Der wird sofort weich wie Käse. Oder wie Butter. Ich würde es gerne präsentieren, aber ich würde noch eben... Ah, shit. Ja, jetzt wissen die, dass ich hier bin. Deswegen tue ich so, als würde ich rausgehen. Gehe aber in Wirklichkeit wieder rein. Seht ihr das? Das klappt. Oh, shit, es sind ja 2 Gegner. Da ist er. Und Feuer! Okay, dann nehme ich den. Guten Tag. Guten Abend. Oh, da ist er. Käsemann. Käsesprung. Käsewurf. Käseschlag. Käsebeng. Beng. Beng. Bang! Doppelkill! Und Slip! Oh, Slip! Let me go! Okay. Ja, ist okay, war in Ordnung. So. Also, und jetzt gehen wir Bröllers Glö. Bröllers. Wo ist Bröllers? Wo ist denn Bröllers? Hä, wo ist Bröllers Glö? Da. So. Machen wir noch ein Schwert. Also, wir haben jetzt... Das wäre halt echt interessant zu wissen. Es gibt so viele Fragen. Nur Abilities lösen das aus, ne? Hä, nur Crits lösen das aus? Nee, hä, keine Ahnung. Was löst denn das aus? Ich muss das erstmal fertig machen, glaube ich. Vorher macht das gar nichts, oder? Wo ist denn das Upgrade? Hier. AD wird umgewandelt. Mana wird umgewandelt. Und wenn ich jemanden angreife, wenn ich Damage, Champion, dann 1,5er. Und bei Zauber 3,5er. Aber ist mein Blutung eine Zauber? Also wird der dann damn, oder ist es nicht so damn? Weiß ich nicht, glaube nicht. Wer broken? Guten Tag, einmal bitte. Ja, du denkst jetzt, du kommst weg, oder was? Later, er macht Dinge mit mir, die ich nicht weiß, was er macht. Hör auf mit den Dingen. Oh. Ja, aber ich habe Nami gekillt, cool. So, wir müssen das jetzt erstmal stacken hier. So, was kaufen wir jetzt, ist die Frage. Was kaufe ich denn sonst? Yomus wäre ein cooler Deal, oder nicht? Ach so, nee, ich brauche noch Brawlers. Der Brawlers erstmal. Erst Brawlers? Ja, nee, ich meinte halt nur die von Brawlers, den Dirk wollte ich kaufen. Wobei, ich glaube, rein mathematisch gesehen hätte ich erst Brawlers kaufen können, weil dann wäre das Ding auch vollgesteckt gewesen. Also lass uns erstmal Stacks sammeln. Und wehe, das ist nicht so broken, wie ich es angeteasert habe. Wehe. Dann gibt's einen Abzug. So,
So, aber mit Autotext check ich das jetzt auch, oder nicht? Mann, ich hab doch keine Ahnung von Mana-Items, Leute. Fragt doch nicht sowas. Hier, damn, damn. Hat gesteckt ein bisschen auf jeden Fall. Cool. So. Wir haben jetzt, wo ist eigentlich Luciano? Ist das nicht ein Rapper? Ich würde ihm jetzt auch mal... Ich würde ihm ein paar Bars zeigen, die ich ge... Oh, jetzt unten. Aber wenn ich jetzt pushe, wer kommt dann nach oben? Irgendwer kommt doch jetzt. Wir bauen jetzt eine Falle auf. So, jetzt gehen wir, verstecken wir uns wie ein Hai. Wir machen den Hai wieder. Und jetzt warten wir. Wir machen quasi... Wir machen den Wurm. Es gibt so Würmer, die verstecken sich in so Korallen und Löchern. Und die kommen erst dann raus, wenn Beute vorbeischwimmen. Wir machen den Wurm. Oh, die fighten so viel, aber ich kann mich nicht bewegen. Oh Mann, ja. Okay, ja. Ja. Ja, ich komme. Ja, oh ja. Der Ja-Sprung. Oh ja. Oh, das ist ein Fisch. Oh ja. Geiler Flash. Ja. Und Slip. Geht hier noch der? Der hat noch Barrier bestimmt. Oder ist ein Barrier Brand? Danke, Kanglisar. Oh, da ist der Barrier Brand. Da ist Luciano. Der hat noch Full. Miralischer Büschel. Die wäre potenziell, aber nur potenziell. Also, naja. Au, heiß. Okay, ich lebe aber. Kein Damage. Kann ich das nutzen, um den Ding hier zu können? Nice. Aber ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich, oder? Nee, das machen wir jetzt. Ah, nee, machen wir nicht. Lass uns nicht dumm sein. Au, 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 heiß, 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 stopp, 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 stopp. Okay, cool. Oh, ich könnte... Wir machen jetzt mal Brawlers fertig, Leute. Ja, also, sorry, ja. Okay, bin ich jetzt ein... Ich bin ein guter Mensch. Das gibt mir mindestens 50 Kammerpunkte. Und hat mein... Boah, nee, den töte ich, ey. Der hat mich angegriffen, den töte ich. Penner. So. Penner! Tobi ist das Wolfcamp. Nee, ich bin... Wie nennen sich denn diese Würmer? Es gibt so Würmer, die sind im Boden. Im Wasserboden sind die. Und dann kommen die raus. Und machen so Wurmsachen. Und das bin ich jetzt. Wir werden uns irgendwo verstecken und eingraben. Wie so ein Wurm. Nee, keine Wattwürmer. So richtige gefährliche Würmer. So Esswasser. Ich google jetzt... Wasserwurm. Was Wurmcastings auf ihrem Boden bringen kann. Hä? Ach, ihr habt nur Wasswurm geschrieben. Wasserwurm. Würmer unter Wasser. Wasserregenwurm. Egel und Würmer. Nee, es gibt so, die zeige ich euch. Wir verstecken uns jetzt. Irgendwo graben wir uns ein. Hier gibt es halt keine Büsche mehr. Und ich habe auch keine Wurm. Oh, der Wurm, Wurm, Wurm! Wurm! Brawlers! Feuer! Okay. Aber lass mal jetzt erstmal Muramans fertig machen. Ich habe leider nicht so viel HP, aber cool, dann haben wir auch schon ganz nett. Das ist hier ganz nett. 65er? Woher habe ich denn 65er? 65? Hä? 20er? 45er, ja, okay, cool, 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 cool. Hä, nee, 45? Achso, nee, Move 20. 40er. Oh, hier ist auch noch was drauf. Das ist ja mega geil. Ich liebe es jetzt schon. So, ich hab grad nichts. Ich hätte aber Bock. Komm schon! Auto! Auto! Auto doch! Oh. Und jetzt haben wir Ultimate. Oh, Mann. So, aber es gibt... Wurm... Im Boden. Wasser. Oh Mann, wieso gibt's das nicht? Böser Wurm im Boden. Wasser. Angreifender Bodenwurm. Ne, angreifender Wasserwurm. Ja, Leute, keine Ahnung, es gibt so ein Ding. Wurm, der im Wasser angreift. Wurm. Wasserbeißwurm. Dang it, Alter. Bobbitwurm. Oh, das könnte es wirklich sein, Bobbitwurm. So, kann ich mal eben den Blue haben. So, wie viel kostet das? 1025. So. Wir haben jetzt Muramane. Also, funktioniert das auch gegen Monster, ist die Frage. Wenn ich jetzt W mache. Ja, dann... Weiß ich nicht. Hat das funktioniert? Das? Nee, ne? Oder weiß ich nicht. Ah, nee, nur gegen Champions, glaube ich. Nee, gegen alle. Nee, gegen Champions. Okay, lass uns testen. Aber ich one-shotte eh das meiste, also... Aber wir können ja mal schauen.
Da ist ein Jin. Oh, da ist ein Nami. Oh, Feuer! Hä, mein Broilers? Okay, die ist tot auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Item lag, aber die ist tot. Also, ich weiß es nicht. Schwierig. Ich würde es gerne... Wir können es jetzt bei Jin nochmal dashen. Dashen zwar bei Jin. Unterm Turm ist egal. Let's go. Oh, shit. Das ist jetzt schlecht. Oh, ne, geht. Und ein Outtake. Ja, weiß ich nicht. Ist es das? Oh, ich weiß nicht, was das ist. Stopp. Q! Oh. Okay. So, Bobbitwurm. Bobbitwurm. Ja, hier. Da ist er. Das ist er. Das ist so ein Wurm. Der ist hier unter... Da ist er, da unter Wasser. Und dann... Dann kommt er da raus, beißt die Fische und dann zieht er sie runter. So ein richtiger Ekel-Beiß-Ultrawurm. So, so sieht der aus, so ein Wasser. So, dann schwingt er das rum, wie so ein Ding. Da. Hier, da. Da. Und dann kommt er und beißt die und dann slap. So einer bin ich. Nur in süß und cool. Das kenne ich von Dark Souls, ja, das glaube ich. So, Furia. Da hatte Nami Counterplay. Ja, ist das Item jetzt gut oder nicht? Weiß ich nicht. Kann man sehen, wie viel Damage das gemacht hat? Hier, 358. Wir müssen mal jetzt einen angreifen, dann gucken wir mal. Ich glaube, ich müsste es eigentlich dashen. Okay, den töte ich jetzt, weil er mich gerade getötet hat. Du bist tot, Rudi. Ja, also ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja, den könnt ihr töten. Ja, pick mir nicht, ich muss Kills machen. Hä, wo ist denn die Nami? Hallo? Bobbitwurm-Sprung. Oh ja, Bobbitwurm. No, no, ja, no, nein. Oh ja, nein. Oh, shit. Schade. Aber er ist tot. Also ich mach schon super Damage, aber was ist das? Na gut, ich habe jetzt an zwei Gegnern 300 Damage gemacht. Ist das gut? Naja, man muss auch berücksichtigen, wenn ich mehr Spells machen würde, die Gegner ergo länger überleben, dann würde ich auch mehr Damage machen. Aber die sind ja immer nach 2-3 Attacken tot. Das heißt, 2-3 Attacken machen so 150er. Ich glaube, das muss man an der Puppe probieren, aber ganz, also alleine schon, dass das Ding, wie viel AD gibt denn das jetzt? 35er plus 42, also 77er. Quick Math. Never do Math on Stream. Quick Math, 77. Hä, was erzählt ihr? Erst hieß es würde nur 2,6 kosten. Dann erzählt ihr, es würde 90 AD geben. Ich glaube, ihr seid kleine Mogelpeters. Also Leute, 77 ungleich 90, ja? Ungleich. Man muss aber fairerweise sagen, 77 ist viel. Ist viel. Ist nicht wenig, ist viel. Aber ist nicht 90. So, ich würde gerne nochmal kompilieren. Wir warten auf den richtigen Moment. Und Feuer! Ah, herrlich. Explodiert einfach. Puh, das ist lustig. Zumindest für mich. Puh. So. Mit Mana-Fluss auf. Wieso werde ich immer gepinkt, Leute? Ich habe 18 Kills. Mach doch selber mal was. Ich habe keine Ult. Was soll ich tun? So, ich mache jetzt den Bobbitwurm. Hier ist unser Ziel. Und wir machen jetzt den Bobbit. Ah, shit. Vielleicht macht das ja jemand kaputt. Der Bobbitwurm, Leute. Klassiker. Leute, sterbt ihm. Oder geht weg. Das ist mein Köder. Dragon kommt gleich. Sehen die mich von da unten? Nein, tun die nicht. Ja, jetzt pingen sie noch, weil sie den Leuten fehlt die Weitsicht. Irgendwer? Vielleicht? Ja, alleine kann ich das eh nicht machen. Ich muss gucken, dass ich nicht gleich AFK-kickt werde. Komm schon! Ja, egal! Das ist Bobbitwurm, Leute. Bobbitwurm-Gameplay einfach. Das ist lustig. Die ist einfach...
Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so schnell sterben sehen, muss ich echt sagen. Das muss an dem Item liegen, oder? Ich weiß es nicht. Ja gut, ich habe, naja, ich habe 19 Kills. Ich bin 3 Level über sie. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. So, wer kommt jetzt erstmal die Flas? Nee, tun wir nicht. Buddelt sich ja auch ein. Ja, ich buddel mich ein. Ich flieg nicht einfach durch die Gegend und schwimme. Das mache ich nicht. Ich buddel mich ein. So, gut, dann gucken wir mal. Stimmt der? Nee, ne? Doch. So, wen gehen wir? Ich habe wieder Ultimate. Da ist ein Jin. Oh ja, Jin. Ich will gucken, ob das mit Jin genauso Bobbit-mäßig geht. Und Bobbit-Sprung! Shit, das war kacke. Ich tue so, als würde ich weglaufen. Der denkt, der Turm würde ihn beschützen. Ist aber Quatsch. No! Egal. Ich muss ein Mann, ein Wort. Schnell, 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 schnell. Oh. Ja, okay, shit. Ich habe alles verkackt. So, aber das Item hier ist ganz cool, oder nicht? Das kaufen wir jetzt. Vor allem haben wir dann noch mehr Velocity. Wie viel Ulti-Cooldown haben wir? 42, 43er. Kann ich, wenn ich das verkaufe? Könnte. Aber das Teil ist doch das bessere Black Cleaver, oder nicht? Außer, dass mein Team, was gerade Full AD ist, nichts davon hat. Aber für mich selber ist das der bessere Black Cleaver, richtig? Richtig. Es slowt die Gegner. Es penetriert. Und es hat AD. Black Cleaver hingegen penetriert nicht so richtig. Und eine halbe Penetration, da kannst du auch ganz gleich gar nicht penetrieren. Hat halt Leben, aber... Na, dann den hier. Gut, so. Und es hilft den Leuten. Hallo Sabzai, guten Tag, gute Tag. Und Grügo an Ebit. Grügo und Ganon, Grügo. So, jetzt müssen wir, lass uns mal weniger sterben. Ich sterbe zu oft. Aber ich muss ja testen. Hier, Vigo, der... Oh, den würde ich auch. Wen töte ich? Vigo? Ich gehe Botlane, Vigo. Vigo und Nami. Oh, nee, ich mach einmal Midlane. Oh, Lucian. Oder ich mach Bobbitwurm. Oh, das ist ein Ward. Komm schon. Ah, shit. Nein, was drück ich denn? No! Don't! Ich brauche noch ein bisschen für Ult. Outplay. Ah, okay. Ja, okay, Leute, wir müssen weniger Nami töten, jetzt wirklich. Also ohne Witz, wer hat mich gekillt, Lucian? Du bist jetzt auf meiner Yellow List. Er ist auf meiner absoluten Yellow List. Der wird das ganze Game jetzt zerfetzt werden, der Lucian. Hat er irgendwas Defensives? Nö. Ganz ehrlich, das hätte er nicht machen sollen. So, die Frage ist jetzt immer mal real getalkt. Was kaufen wir uns jetzt? Das ist schon ein gutes Itembild, glaube ich. Also so jetzt Muramana da hingestellt, so diese drei Items. Was fehlt uns? Jetzt mal wirklich real getalkt. Was fehlt? Theoretisch, Crit brauchen wir nicht, ne? Wir haben ja gar keinen Crit. Richtig, cool. Was fehlt? Mit Sanguin könnten wir richtig geil Split pushen. Wäre cool. Ich liebe Split Push Talon. Wäre cool. Serpent's Fang gegen Schilder. Muramana GA. Styrax. Boah, brauchen wir einen Styrax? Anti-Healing. Ja, die haben zwei AD-Carries, aber die haben nur einen. Ja, so, weiß ich nicht. Oh Mann, Nami ist schon wieder unten. Die macht das doch absichtlich, oder? Ja, ich kann aber nicht anders. Ich bin auch nur ein Kerl. Oh, da ist aber Jin. Ja. Bobbitwurm. Wie komme ich darüber? Haben die hier Vision? Ich bräuchte Anti-Vision. Oh nein. Okay, jetzt schnapp ich zu. Ich schnapp zu. Was? Wo? Wie? Oh, ich, ohne Witz, ich deinstalliere League. Ich deinstalliere es. Oh. Alter, aber Barrier ist broken. Barrier, Brand, Zonya ist broken. Oh Mann, Leute, Mann, ich bin so ein Inter, ey. Ich stand von 21-4, glaube ich. Jetzt stehe ich 21-8. Ich bin nur noch tot. Nichts anderes mehr. Nur noch tot. Aber ich mach's doch für die Wissenschaft. Ich teste doch nur. Der Bobbitwurm jagt ja auch Fische. Nami ist ja ein Fisch. So ist das Leben, ja. Oh Mann, ey, ich bin Inter. Aber alle Gegner sind tot. Und alle Teammates sind tot. Töte ihn! Fight! Fight! Nice. So, also jetzt mal real. Welches Item? Sanguin? Barrier, Brand, Schild, Brand. Aber so viele Schilds haben die jetzt auch nicht. Ja, ich mache jetzt Sanguin einfach.
Broken Brand, Barrier, Broken Brand. Sonjas. Ja, Leute, ab jetzt sterben wir nicht mehr, okay? Wir spielen smart und klug. Beides zusammen. Klug und smart. Ihr werdet jetzt sehen. Smart Bobbit Gameplay. Wurm. Die Frage ist, ein smarter Bobbit Wurm wird jetzt auch nicht den Inferno machen, während wir keinen Jungler haben. Die haben aber auch keinen Jungler. Das wäre wiederum... Erstmal warden wir. So, eins. Ja, komm, go. Was soll passieren? Was soll schon schief gehen? Leute, aber ich will keine Aggro ziehen. Geht mal weg. So. Smart, Leute. Smartes Gameplay. Smartes Gameplay. Smartes Gameplay. Wir machen richtig smartes, kluges Gameplay. Wieso will keine Golems machen? Ah Mann, ich brauche das rote. Ich hole mir jetzt den roten erstmal. Oh, machen die Baron? Nee. Ich hole mir erstmal den roten Radar, weil der ist wichtig und gut und smart. Oder wir pushen Bot. Wirklich jetzt? Aber er chase mich. Will er mich? Nee, will er nicht. Er will jetzt Botlane. Perfekt, aber ich habe alles rot. Nee, ist doch mit ihm. Okay, also wir brauchen jetzt erstmal Anti-Vision. Weil das ist auch der Grund, warum ich sterbe. So. Gekauft auf Otto.de. Gefunden bei Otto.de. Mit Mana Flow kommt man bei Talon Level 18 mit Moran auf ziemlich genau 8 nach. Was ist Mana Flow? Mana Flow gibt's doch gar nicht mehr, oder? Was für Mana Flow? Das gibt doch kein. Gibt es Mana. Was ist ein Mana? Ich weiß gar nicht mehr. Wie funktioniert das nochmal? Gibt es Mana? Schon lange nicht mehr gespielt, Mana. Oh, jetzt perfekt, Leute. Perfekt. Den töten wir. No. Oh, was? Okay, Leute. Also, irgendwie, ich war super schnell tot. Aber der Punkt ist auch, dass Lucian big ist. Er ist big. 13-9. Er hat mich gar nicht berührt. Ich hab so wenig. Was ist passiert? Ja, ich weiß, dass Mana Flow ist, aber... Ich geb dir gleich 40, nachdem ich dir den Hals umgedreht hab! Die Frage ist ja... Das Problem ist, Mana Flow wurde so oft geändert, dass ich nicht mal mehr weiß, was Mana Flow macht. So oft wurde es einfach geändert. Okay, Mana Flow... Okay, passt auf. Mana Flow gibt mir... Mit Mana Flow komme ich auf 90 HD anscheinend. Cool. Schön, cool. Die Frage ist aber, ist das worth? Weil... Okay, ist wahrscheinlich worth, weil der Muramana Damage höher ist, aber... Dadurch müsste ich ja... Na gut, was sind 10 Velocity? 10 Velocity sind 10 Velocity. No, ja, merci beaucoup, Mr. Voxon. Mr. Voxon. Dankeschön, dürfte ich einen Hut haben. Haben Sie irgendwelche Berechtigung, irgendwelche Qualifikationen, dass man sagen könnte, ja? Okay, Leute. Mann, ey, ich bin ein Inter. Warte, ich teste ja nur. Ich bin Stiftung... Warentest. Deswegen kann ich ja nichts dafür, wenn die Gegner unfair spielen. Aber Lucian, der steht ja voll auf meiner Liste. Miststück. Ich habe auch langsam Hunger. Ich glaube, ich werde einfach zur Diva. Okay, passt auf. Ich esse den Pass. Das hier ist Power Müsli. So. Und Feuer! Kann man schon wieder nur den Fisch? Und... Wapp! No! Oh, 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 oh. Immerhin haben wir 2 Kills gemacht, das ist ja auch schon mal was. Ja, aber, also, okay. Vielleicht wäre ein Tank-Item cool, doch. Sanguine ist so ein Tank-Item, oder? Nee. Also jetzt mal ehrlich. Was ist das beste letzte Item? Was ist mit dem Item vielleicht sogar? Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich das... Wäre definitiv nicht verkehrt. Muramana, was killt mich denn? AD-Carries. Was kauft man gegen AD-Carries? Damage. Das Problem ist einfach, dass ich immer reingehe, wenn ich nicht rein kann. Das ist das Problem. So, Sanguine. Sanguine ist gut. Sanguine ist schön und ist gut. So. Wir gehen jetzt, wir fragen vorher, ob wir rein dürfen und dann gehen wir rein. Sonmel. Hallo, Pinsa. Grüße. So. Okay, wir spielen jetzt richtig, richtig gut.
das? Geh weg! Dreckiger Ünd! Okay, sind alle in der Mitte. Klug, sei klug, sei klug, sei klug! Boah, so ein richtig kluges Gehirn jetzt. Okay, wir pushen Top Lane erstmal. Weil mit Sanguine splitten richtig geil. Oh, irgendwas hat gerade explodiert. Ach, ich hab Infernal. Oh, Sahne! Okay. Ich versuche jetzt ein richtig kluges Gehirn zu haben. Okay, cool. Boah, mein Hass in ihm ist stark. Ich will ihn, Leute, ich will ihn. Ich werde ihn wollen. Ist mir egal, was ihr sagt. Ich will ihn jetzt. Shit, ich habe Yumo schon an. Okay, er hat mich gesehen, glaube ich. Den pushen. Oder er geht woanders steffen. Okay, da ist er wieder. Dann gehe ich wieder. Vielleicht will er mich. Willst du mich? Okay, kluges Gehirn, kluges Gehirn! Die werden halt deffen woanders. Deswegen pushen wir einfach nochmal. Wir halten den Druck aufrecht. Batz! Ihr dürft die aber jetzt nicht töten, Leute. Bitte nicht! Nein! Hört auf! Nein! No! Warum tut ihr mir das an? Oh nö! Ja, da muss ich jetzt rein. Ich gehe da rein, ist mir egal. Ich gehe da rein, ist mir egal. Ich gehe da doch nicht rein. Ich würde da reingehen. Darf ich? Ja! Rappi! Oh! Oh ja, da gehe ich auch rein. Okay. Ja, ja, scheiße, ey. Schade. Das ist kein Happy End, Leute. Ist es nicht. Oh, vielleicht ist es noch kein End. Doch, schade. Ja, gut. Es war, ich sag mal so, es war nett. Es war toll. Ja, ob das Item jetzt schon ist, weiß ich nicht. Da müssen noch weitere Forschungen angeforscht werden. Bin mir unsicher. Ich würde aber potenzieren. Möglich.